Dann gehen wir jetzt unserer eigentlichen Hauptmission wieder nach. Das heißt, wir suchen uns einen Schnellreisepunkt. Irgendwo hier hinten. Da ist er. Oh, warte mal. Hi. Ist hier irgendwas? Die Lampe schwebt. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ja, ja. Hi. Wir können... Oh, oh, oh. Das verstehe ich... Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, was hier gerade passiert, ja. Dass, dass hier so ein Tatort ist. Oder hat vielleicht das hier mit der Umgebung zu tun. Medizinischer Verband. Verschlossen. Verschlossen. Das sieht so aus, als ob das Gebäude betretbar ist. Oh. 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 Ja, das Gebäude ist betretbar. Jetzt verstehe ich auch, okay. Aber es bringt uns nicht viel weiter, weil das hier ein abgestürzter Müllcontainer ist. Da drin ist nichts weiter drin, okay. Sondern es ist einfach nur eine pure Katastrophe, hat hier stattgefunden. Deswegen sind die hier da und prüfen, was los ist. Ich verstehe. Ein Schicksal. So, ich wollte aber die Schnellreise machen. Okay, wenn ich zu spät den Doppelsprung mache, funktioniert das nicht. Ewig hocken bleiben. Nein, will ich nicht. Ey! Das war so nicht geplant. Das auch nicht. Ein Schema. So. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Cops hier... Jetzt kommt die hinterher. Oh. So, jetzt sind wir erstmal versteckt. Oder auch nicht. Also. Warum kann ich... Schon gewusst, der menschliche Körper verfügt über 5 bis 7 Liter Blut. Okay, ich glaube, Skippy hat sich umkonfiguriert. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Wir haben Skippy endlich in dem Modus, den wir haben wollen. So, ich muss ja erstmal warten, bis, ne? Bis wir hier durch sind. Na komm. So. Ah. Na denn, auf geht's. Die Mission wartet. Hallo, hi. Wo bist du? Hier. Oh, die sehen mich schon wieder. So, jetzt aber schnell weg. Skippy hat ein Wikipedia-Update bekommen, ja. Oh, hier oben gibt es keine... Ah, da. So, jetzt aber. Ui, das Auto da. Schön, 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 schön. Ui, ja, ich bin hier. Begib dich zu den... bin ich. Ich bin... Die Tür ist offen. Ich gehe einfach rein. Ist mir wurscht hier. Ich gehe rein und gehe durch die Tür. So. So. Achso, das ist ja... Ach so, Dennis Villa. Warte mal. Ach, Dennis Villa ist auf der anderen Seite. Oh, Carrie ist hier und Danny ist auf der anderen Seite. Jetzt verstehe ich. Das heißt, wir müssen da irgendwie hochkommen, ohne dass wir sterben. Aber wie?
Können wir hier uns nach oben glitschen? Hatte ich das nicht schon mal probiert und bin gestorben? Oh. Aber das ist seine... Nee, ist nicht seine Welle. Ah, oh. Ach, da drüben. Seid ihr? Seid ihr gut? Okay, ihr seid normal. Und du bist eine Wache. Ah, hier sind wir eingebrochen, ne? Er ist noch auf den Beinen. Skippy ist noch auf... Na, will jemand noch was? Wo? Wo ballert's denn? Oh ja, hör nicht auf. Ich geh Waffe weg und komm raus. Jemand muss die Position übernehmen. Genau. Waren wir schon mal hier drinne? Wow. Also die Hütte würde ich auch nehmen, oder? Doch, wir waren hier schon mal drinne, ne? Toll, ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Oh, doch, hier hinten ist eine Treppe. Wir waren hier schon mal drinne, ne? Doch. Wir sind hier reingeschlichen. Wir sind hier reingeschlichen. Wir waren hier schon drin. Genau. Okay, weiter. Piu. Achso, das ist das Radio. Aber mit Wasser haben sie es hier. Oh ja, hör nicht auf. Was? Ich kann mich... Moment. Oh. So, jetzt aber. Und warum geht es da hinten? Ich muss durch das Gebiet durchfahren oder was auch immer, um hier oben lang zu kommen. Ist aber auch seltsam, oder? Achso, jetzt sehe ich es gerade. Alte Videos von Gronkh TV, okay. Wo er alte Werbespots kommentiert. Hat er auch kürzlich, glaube ich, im Stream gemacht, ne? Man macht sowas ja. Deswegen, nicht deswegen, aber... Siehst du das hier? Ja, wo? Was ist hier passiert? Ich war wohl am Renovieren und Henry hat den Laster genommen. Der Depp konnte immer gut improvisieren. Vielleicht sind sie zu Hause. Klingel mal. Reifenspuren, okay. Ich gehe erstmal hier den Weg lang. Ui, guck mal den Schlitten. Carrie ist scheinbar schon hier. Können wir den Schlitten fahren? Nee. Hast du den Arsch offen? Junge, Junge. Der Scheiß bekannt vor. Was machst du hier? Was ist das? Ist das echt dein Haus? Wie
Ist das dein Scheißpool? Gut, dass du da bist. Gib ein Problem. Was wirst du bezahlen, du Stück Scheiße? Das werde ich auch. Damit ich nochmal kommen kann. Ist das deine Pflegerin? Für den Fall, dass du vergisst, warum du überhaupt hergetorkelt bist? Carrie hat mich geschickt. Wegen dem Konzert. Welches Konzert? Warum redet er nicht selbst mit mir? Diese Lockenpracht. Also, ist eine komische Situation für Carrie. Ihr beide seid ihm sehr wichtig. Scheiße! Ist der verweichlicht. Der Ficker hat mir eine brennende Tüte mit Scheiße vors Haus gelegt, okay? Was hat denn... Jetzt muss ich mal gucken hier. Hat die sich künstliche... Also, kriegst du den Mund nicht auf? Da fällt aber gleich was raus. Der hat sich in Schale geworfen. Also mit seinen Dings sah irgendwie cool aus, oder? Mit seinem Schlafmantel hier, seinem Morgenrock. Und den behaarten Beinen. Das ist der hier mit einem Zementkipper hier durchgebrettert. Was ist denn? Ach du Scheiße. Was ist das hier? Okay, das ist nur Krams. Oh, yeah. Wir bringen Samurai zurück. Nur für eine Nacht. Dafür will er die Crew wieder zusammentrommeln? Klingt cool. Wird aber nicht passieren. Ich spiele nicht mit diesem Arschloch. Danny. Nein, niemals. Er oder ich. Entscheidet euch. Wenn Danny auf stur schaltet, war's das. Wie läuft's? Scheiße. Danny will mich nicht beim Gig dabei haben. Dabei hatten wir uns schon längst geeinigt. Was denn? Carrie bezahlt dich? Darum geht's also. Scheiße. Echt fantastisch. Dann nehmt den Arsch mit und verpisst euch von meinem Grundstück. Ich will das nicht entscheiden. Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Bist du blind? Die Sau hat meinen Pool mit Zement gefüllt. Vielleicht aus gutem Grund? Ernsthaft, ein Grund! Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Kotzt mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Skop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Die Haare. Auf einen müssen wir wohl verzichten. Kein Problem, das geht schon. Springt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Würde lieber mit Henry jammen oder lass uns mit Danny auftreten? Und jetzt? Toll. Okay, ich kann speichern. Was habe ich auf Stream gemacht? Was machen wir nun? Also, wer ist er hier überhaupt? Achso, der ist ja aus der Drogenklinik rausgeholt worden. Und? Wie lautet der Plan? Ach, komm hier. Ach, schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck Carrie! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheiß auf, statt nicht ich. Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Kein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab. Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Fuck! Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten. Ach, die Betonlasser. Ja, na klar war ich das. Off-Stream und Off-Record. Warte, bis Nancy dich nach einem Tag anruft. Okay, wir haben wieder Zeit. Es ist... Ich hab ja gespeichert, ne? Ups. So, ich habe ja gespeichert. Ich mache mal jetzt wieder diesen hier. Ich guck mal, was die Entscheidung in der andere Richtung sagt, ne? Erinnert irgendwie an deinen Fahrstil? Ha, 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 ha.
Ich habe mich schon gebessert beim Fahren, ja? Manchmal. Es ist halt hier in Cyberpunk nicht so einfach zu fahren. Die Autos sind sehr kompliziert. Hochtechnologisiert. So, warte mal. Was passiert hier? Ich würde lieber mit Henry jam. Ich hab nichts dagegen, wenn Danny mit dabei ist. Hättest du dir eher überlegen sollen. Und jetzt verpisst euch aus meinen Augen. Alle. Fuck. Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Was ist mit Nance? Ist sie dabei? Yep. Sie organisiert das Ganze. Wird sich melden, wenn es soweit ist. Huch. Sie nimmt die Zügel in die Hand. Genau wie früher. Spring rein. Ich nehme dich mit. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Müssen nur auf Nancys Anruf warten. Bei dem Einspiel neulich mit dem Heli, Mafia, ach komm. Heli ist morgen Abend, nur mal so. Ne? Warte mal. Tut mir leid, wie es ausgegangen ist. Scheiße! Keine Ahnung, wer du bist und warum du dich in die Sache einmischst. Also spar dir den Atem und geh! Ja? Bist du besoffen, oder was wie? Was er wohl getan hat. Meinst du, Danny hatte einen Grund für die Dramanummer? Sie ist sonst nicht so eine keifende Furie. Also, glaub kaum, es ging um den Beton im Pool. Das war sogar irgendwie lustig. Können wir nicht bitte sprechen? Wir können mit ihr reden. Ich hätte aber wahrscheinlich lieber... Wie wichtig... Ich ist schlimm, diese Entscheidungsfreiheit, ja? Können wir eigentlich bei ihr rein? Warte mal. Wahrscheinlich nicht. Nee, fehlgeschlagen. Oder hier oben? Nö. Aber da innen drinne ist wieder alles ausgestattet, ne? Ich wollte gerade sagen, haha, aber das war nur eine rote Lampe. Nö, hier oben ist nichts versteckt. Was hatte ich hier gespeichert? Das hatte ich gespeichert, ne? Ich glaube ja, so. Ich bin da bei solchen Sachen immer sehr unschlüssig, weil man nicht weiß, was das für Konsequenzen hat, früher oder später. So. Ist das die... Das ist die Geschichte, wo wir... Okay, das ist die Geschichte, wo wir uns für sie entschieden haben. Ist alles okay? Nein. Der Anblick von diesem Penner hat mich daran erinnert, dass nichts okay ist. Aber keine Angst. Bis zum Gig bin ich drüber weg. Was Henry ihr wohl angetan hat. Also ist er doch schuld. Danny ist normalerweise nicht so eine wilde Furie. Sie wusste genau, wie wichtig Henry das Konzert ist. Der Pool war jetzt ziemlich sicher scheißegal. Es ist egal, wie wir es drehen und wenden. Scheinbar muss der andere mitmachen, oder wie? Ich bin noch ein bisschen verwirrt gerade. Ich glaube, es ist egal, was wir hier tun. Es wird sich nur auf die Art und Weise des Gigs danach, wieder zusammengesetzt ist, hinauslaufen. Wir hätten vorher klingeln können hier, ne? Hätten wir nicht. Oder doch? Oh, warte mal. Tut mir leid, wie es ausgegangen ist. Jetzt sitzt er hier. Äh.
Warum taucht er jetzt auf? Wenn ich jetzt wüsste, wer für Johnny jetzt wichtiger ist, ist Henry wichtiger oder Danny? Oh, warte mal. Aber er haut ja ab, wir können mit ihm gar nicht sprechen. Das war das hier, der Entscheidung. Wir können mit ihm ja gar nicht sprechen. Was ist denn? Was machen wir? Wir können uns nur für eine Person entscheiden. Und? Wie lautet der Plan? Wie, hilf mir mal. Was würdest du tun? Weiß jemand, was das für eine Konsequenz hat? Ist das irgendwie spielrelevant entscheidend? Langsam echt die Geduld aus! Vielleicht, pass auf, wenn wir mit Henry jammen, vielleicht kriegen wir sie ja dann später dazu, weil er sich entschuldigt. Er hat ja gesagt, das mit dem Dings ist ja wahrscheinlich nicht das eigentliche Problem. Ja, das beschäftigt mich ganz dolle, weil ich nicht weiß, was ich für eine Antwort nehmen soll. Beschäftigt dich gerade was wie? Ja. Die Entscheidung liegt wohl bei dir. Puh, kotzt mich echt an, dass Danny auf einem Machttrip ist und Bedingungen stellt. Andererseits ist Henrys Hirn nur Skop, auf den ist kein Verlass. Danke. Echt hilfreich. Kann mir jemand sagen, was passiert ist? Bist du blind? Die Sau hat meinen Pool mit Zement gefüllt. Vielleicht aus gutem Grund? Ernsthaft, ein Grund! Was sollte der Scheiß mit ihrem Pool? Du wusstest, Carrie will, dass Danny mit uns auftritt. Wollte nur einen Schlussstrich ziehen. Schöne Scheiße. Auf einen müssen wir wohl verzichten. Kein Problem, das geht schon. Springt sicher jemand für den Gig ein. Ist aber nicht dasselbe. Es wird nie wie früher sein, Carrie. Ach, schon gut. Dann lass uns mit Danny spielen. Fuck, Carrie! Ernsthaft? Sie macht doch so einen Scheißaufstand, nicht ich! Hör zu, ich geb dir... Weißt du was, Carrie? Fick dich! Ein Glück, dass Silverhand das nicht mit ansehen muss. Fertig? Dann hau ab. Und? Was ist jetzt mit Nancy? Ist auch dabei. Sie plant alles und sagt uns Bescheid. Wir sehen uns bei der Show. Jetzt muss ich jemanden finden, der das richtet. Okay, mehr können wir jetzt nicht tun. Wir müssen nur auf Nancys Anruf warten. Ist alles okay? Nein. Der Anblick von diesem Penner hat mich daran erinnert, dass nichts okay ist. Aber keine Angst. Bis zum Gig bin ich drüber weg. Was Henry ihr wohl angetan hat. Also ist er doch schuld. Danny ist normalerweise nicht so eine wilde Furie. Sie wusste genau, wie wichtig Henry das Konzert ist. Verstehe ich nicht. Egal wie wir uns entscheiden, das hat verbal zumindest eine derartige unterschiedliche Auswirkung. Aber ob es dann wirklich eine Auswirkung hat, kein Blassen. So, jetzt er sitzt jetzt hier. Noch nicht ganz, aber fast. Und antworten tut er uns überhaupt nicht. Tut mir leid. Tut mir leid, wie es ausgegangen ist. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich habe keine Ahnung. Warum steht hier ein Auto rum? Wir müssen warten, bis Nancy anruft. Warte mal. Sind da neue Objekte gekommen? Ein Auto? Hier ist eine neue Nebenmission gekommen. Da ist so ein...
Ich habe eine neue Nebenmission. Hier ist die neue Hauptquest. Was heißt die neue Hauptquest? Oh, das haben wir ja auch noch. Oh Gott, ja stimmt, wir müssen uns ja noch prügeln. Ja, wir haben noch eine Nebenmission. Ich glaube, das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Ja, wir haben uns jetzt auch lange an der Entscheidungsfindung aufgehalten. Gefühlt wird es zum Ende hin immer komplizierter. Siehst du, apropos komplizierter, wie sieht es denn hier eigentlich aus? 60%. Die Wolli meinte, es reicht aus, ne? Mit 60%. Irgendwas in dem Dreh. Okay. Ja, doch. Habe ich hier nicht gerade eine Questmarkierung gehabt? So, jetzt. Ich frag jetzt nicht, oder? Ich frag jetzt nicht, was hier gerade das Problem ist. Wo ist die... Wo ist die Quest? Oh, jetzt. Willst du... Stehst du etwa auf die? Nee. Oh mal, jetzt wird sie mir angezeigt hier. Also zumindest von der Bewegung her. Muss ich das gerade verstehen, oder? Was passiert hier? Da war doch gerade eine Nebenquest. Otto? Oh, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Was ist denn hier los? So, ich guck mal, wo uns das Ding jetzt hier hinführt. Vielleicht habe ich eine geheime Quest, Nebenquest jetzt getriggert. Und er zeigt uns jetzt den Weg dahin. Das war mit Absicht gerade eben. Das nicht. Das schon. Das nicht. Das nicht. Das auch nicht. Irgendwas läuft hier gerade gewaltig schief auf der Karte.
Aber er markiert die Strecke. Ich habe das Gefühl, die andere Linie, die da gerade so rumschwirrt, die führt uns wieder zum Anfang zurück. Was ist hier? Wer seid ihr denn hier? Was? Du hast sie mit der falschen... Oh! Überfährt mich hier auch noch ein Auto, ey. Hier noch eine Bedrohung, nee, ne? Hey Joe, wie läuft's? Hab dich schon seit einem Monat nicht mehr gesehen. Oh, bin umgezogen, nach North Oak. Und du hast nichts gesagt, das ist aber nicht korrekt, Shum. Nee, Mann, das war voll spontan. Keine Abschiedsfeier oder sowas. Okay, na dann. Wie ist es so in North Oak? Absolut Nova, Shum. Die Leute hier schmeißen alles mögliche weg, also teure Klamotten mit dem Schild noch dran, ungeöffnetes Essen. Hab sogar ein paar Mal ein Implantat gefunden. Wow, das klingt wie im Himmel. Hey, vielleicht sollte ich da auch hinziehen. Und wir tun uns wieder zusammen. Nö. Was? Warum nicht? Wenn du dich hier blicken lässt, kriegst du eine Kugel in den Hinterkopf. Ein paar andere Penner haben das schon probiert. Ging nicht so schön aus für die. Ist jetzt mein Revier, verstanden? Okay. Benutzer Kadeem Brown hat dich blockiert. Ja, die waren eben gerade wirklich ein anderes Kaliber. Also, die waren ein bisschen happiger, ne? Was mit dir? Aiden Parks. Sagt mir irgendwas der Name. So. Da hat wieder irgendjemand ein Auto geparkt. Nicht gut. Das Schlimme ist... So. Ich weiß nicht, wo uns die Markierung hinführt. Zeigt dir das auf der Karte an? Nö. Oh, guck mal, der führt uns wieder nach oben. Wollen wir wetten? Das Unentdeckt führt uns zu der eigentlichen Main-Quest hoch. Was ist denn das hier eigentlich? Das hier. Was ist denn das? War da schon mal drin? Ja, ich glaube ja, ne? Da waren wir drin. Bei Nacht waren wir da drin. Stimmt. Erst kürzlich. So, einsteigen. Ich wette, wenn wir oben angekommen sind, führt er uns woanders hin, die Linie. Toll. Dankeschön, Spiel. Vielen, vielen Dank. Das macht mich so traurig. Das heißt, hier gab es gar keine... Das ist echt traurig. Hat uns das Spiel verarscht. Von wegen, ey, guck mal, ich habe hier eine Quest für dich. Wäre doch schade, wenn der was passieren würde. Also komm schnell dahin, ne? Und dann sowas. Okay, wir haben hier einen Schnellreisepunkt. So, das war hier, ne? So, und das war hier.
Hier sind wir raus und der Punkt war irgendwo hier. Ich bin ziemlich sicher, dass es da war. Ja, heute ist der Wurm drin. Da kriegt man ja Angst. So, ist das die Straße hier? Ja. Das war hier in der Straße drin. Nein, nein, mir geht's gut. Danke. Okay, super. Gary, der Prophet, schläft. Was ist eigentlich mit Gary, dem Propheten? Können wir nicht... Können wir keinen Schaden zufügen? Hi. Darf ich durch? Lust auf den Fick? Was? Ah, Live-Nude. Komm, ich will. Privatbesitz. Nur überlegene Wesen erlaubt. Überlegene Wesen? Euer Job ist weggezogen. Oh, Misty ist ja hier. Hi. Oh. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Klar, warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse. Ja, und ja. Zug der Eremit. In Einsamkeit erkennt er die Wahrheit über sich und die Welt. Mhm. Daraus schöpft er Kraft. Seine Laterne zerschneidet die Dunkelheit. Ach so. Das könntest du sein, oder? Okay. Jemand, der dir wohlwollend gesinnt ist. Mhm. Guck mal, die Lichtkarten. Ein umgekehrter Hierophant lauert in den Schatten. Nein. Er bedroht Leben und Autorität. Okay. Bringt Rebellion und Fanatismus. Ach, ich verstehe. Er ist eine große Gefahr. Okay. Boah. Der Teufel umgekehrt. Du wirst dem Einfluss mächtiger Menschen mit unklaren Motiven ausgesetzt sein. Nee. Sei sehr vorsichtig. Okay, okay. Ja. Der Turm. Du und dein Umfeld werden einen großen Schock erleben. Wenn der Turm fällt, ist nichts mehr, wie es einmal war. Okay, okay. Einfach gar nichts. Vielleicht brauchst du einen neuen Satz Karten. Ich glaube schon, dass ich einen neuen Satz Karten brauche. Die sind durchsichtig. Wie meine Zukunft. Die ist völlig durchsichtig. Keiner weiß, wie sie werden wird. Danke für die Warnung, Misty. Ich werde aufpassen. Gut, dass du verstehst. Wie geht's, Misty? Alles in Ordnung? Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ich meine, ihr? Es ist seltsam, aber wir fangen langsam an, uns zu verstehen. Das dachte ich mir. Du machst es einem leicht, mit dir auszukommen, wie. Und wir könnten uns wieder die Tarotkarten legen lassen. Wie läuft das Geschäft, Misty? Du bist seit 2 Tagen die Erste hier. Oh. Vor 2 Tagen war es ein Pizzabote, oh, der sich verlaufen hatte. Oh. Die Leute in dieser Stadt haben ihren spirituellen Sinn verloren. Aber naja, ich bin hier, um ihnen zu helfen, nicht andersrum. Schon mal einem Typen begegnet, der sich Zen-Meister nennt? Nein, aber ich habe von ihm gehört. Wollte er dir Meditations-BDs andrehen? Mhm, dann ist er verschwunden. War nur noch seine Kleidung da. Und das beunruhigt dich? Er hat so gesprochen, als wüsste er von Johnny. Er hat nichts Konkretes gesagt, aber... Vielleicht hast du seine Lehren etwas zu ernst genommen. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, wenn du ihn nochmal siehst, schick ihn zu mir. Willst du auch meditieren? Nein, ich will ihm die Karten legen. Willst du mir die Karten legen? Liebend gern. Der Eremit. In Einsamkeit erkennt er die Wahrheit über sich und die Welt. Daraus schöpft er Kraft,
Seine Laterne zerschneidet die Dunkelheit. Das könntest du sein, oder? Doch vor... Der Turm. Einfach gar nichts. Danke für die Warnung, Misty. Ich werde aufpassen. Gut, dass du verstehst. Okay. Vielen Dank, Misty. Haben wir hier noch irgendwas Hübsches? Victor, altes Haus. Ich würde gern mein Chrom auswechseln. Hast du was Neues? Siehst dir an. Na, hat er was Neues, was meinst? Nee. 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 Nö, 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 nö. Nö. Was hat er hier? Nur 3 Slots. Nö. Nö, 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 nö. Was haben wir hier? Nischt. Nischt. Wobei das hier... Hier, zum Beispiel auch nochmal so... Warte mal. Ach so, doch hier... Doch, die epischen haben... Die epischen und die legendären, die haben Vorteil. Jetzt sehen wir das mal. Ich habe ja das hier. Benutzt Zielerfassung von Smartwaffen. Wir haben die ganze Zeit immer geguckt, ja hier, ist genau dasselbe wie eine seltene hier. Warum soll ich es denn kaufen? Aber die epische, hier der auch nicht, der ballistische Kopfprozess, aber hier das epische Smartling erhöht die Trefferchance von Smartkugeln um 10% und kritische Trefferchance um 15%. Und beim legendären haben wir 15 und 25%. Oh. Johnny plus V forever. Oh. Das sehe ich jetzt gerade erst. Wusste, der hat unser Tiger Claws Hautimplantat ersetzt gegen Diss. Ich dachte gerade. Ah. danke. Das ist okay. Gut. Ja, ich habe es jetzt erst mitgekriegt. Ich habe mich immer gefragt, was Johnny für ein Tattoo gemacht hat. Und ich hatte gedacht, wir hätten... Das heißt, unsere Smartlink-Geschichte hat gar nicht funktioniert, weil wir das Tattoo von Johnny aktiv hatten. Oh nee. Johnny, schäm dich. Schäm dich. Was da steht, da stand in groß, da steht auf dem Bild selber, sieht man dann Johnny plus V, Herzchen mit einem Pfeil durch. Und als Text unten steht J plus V und dann 4 ever, E-V-A-H. Oh, schön. Ich hab's jetzt erst mitbekommen. Verdammt, 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 verdammt. Meine Fresse. Ah. Das gibt's nicht. Oh, Entschuldigung, dass ich in dir drin war. Alles gut. So, was haben wir denn jetzt hier noch in der Nähe? 2-2, 2 Dings, 3 und 7, 1 fallen lassen. Zum Quadrat, mein Apartment. Übergabeort. Hier haben wir noch eine Matchstation, was auch immer. Die Matchstation halte ich für völlig sinnlos eigentlich. Ein Junkladen. Hier kannst du alles Mögliche kaufen, verkaufen, aber Vorsicht, keine Rückerstattung. Die gibt es ganz selten, diese Junkläden, oder? Sehr, 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 sehr selten. Ich hätte gesagt... Mal einen Blick auf die Dings. Ich hätte gesagt, pass auf, wir machen jetzt ein kleines Nickerchen. Also hier in-game, logischerweise, ne? Und dann, dadurch, dass wir... Bist du's? Nakashima Kiyoshi. Okay, nee, du bist es nicht. Ich mache hier in-game jetzt ein kleines Nickerchen. Das sieht so seltsam aus. Ich kann nicht.
Und, ich hab's geahnt. Komm ich da hinten ran? Nee. Das habe ich zum Beispiel auch noch nicht verstanden. Warum gibt es diese Szenerien? Weil wir hier nichts machen können. Außer, dass wir hier vielleicht entdeckt werden gleich und dann... Wie läuft's bei dir? Synchron. Das ist schon krass. Ja, das ist zum Beispiel Detailverliebtheit, dass die Saiten genauso gezupft und die Akkorde gehalten werden, wie es tatsächlich ist. Aber ich wollte ja... Wer ist er denn hier? Türsteher, Animals. Kann man da rein? Ah, ich will da rein. Kann man nicht. Schade. Ja, wir wollten ruhen.